Servus bei Farming Simulator Tech. Schön, dass du da dort bist. Heute geht's mit dem dritten Hof der über 300 Stunden Map weiter. So, also den Starthof wird jeder kennen. Ich habe da ja meine Sitzmaschine mit der Fräse, Stockfräse. Ja, es gehört alles gewaschen, ich weiß. Sonst habe ich ja meinen Fronthäcksler dabei. Und hier stehen meine ganzen Aufleger, den Tiefbettaufleger für meinen Harvest und Vorrader. So, mein Milchtanker, dann mein Transporteur für Baumwolle, dann steht der Krampeaufleger hier und das der Krone, den habe ich mal ausprobieren wollen, hat aber irgendwie nicht richtig funktioniert, aber leider steht er trotzdem noch da, bin noch nicht zum Verkaufen gekommen. So, und hier haben wir das ganze Zeug für die wie heißt das noch? Zuckerrohr fürs Anbauen und Abtransportieren. Und hier steht normalerweise der Häcksler. Der Häcksler ist aber momentan auf Feld 14 im Einsatz mit dem Xerion. Habe ich im vorigen Video, glaube ich, schon erzählt. So. Ja, das ist das Mähwerk für den Rohr fürs Zuckerrohr. Ich weiß, wird nochmal anders gemacht, aber ich habe keinen Bock drauf. So, und hier haben wir die Baumschule. Ich produziere mir die ganzen Setzlinge selber. Und hier kann ich sowieso schon wieder zwei Paletten runterladen, damit dass ich wieder was Bäume pflanzen kann. Wo ich Bäume gepflanzt habe, zeige ich euch noch. Hier haben wir unser Silo. Hier sind hauptsächlich, ich weiß nicht wieso, dass das hier jetzt verstellt ist. Aber hier haben wir hauptsächlich Zuckerrohr eingelagert. Und muss ich bald verkaufen fahren, bevor der Superpreis weg ist. Weil hier sind 616.000 Liter Zuckerrohr drinnen. Nur von diesen beiden Feldern hier, 28 und 29, quasi, ich habe sie zusammengelegt und von diesen zwei Feldern kommen über 600.000 Liter raus. Oder ungefähr 600.000 Liter, sagen wir mal. Und in Zukunft werde ich die Fläche vergrößern, das heißt 1,2 Millionen, so Daumen mal Pi, würde ich sagen. Weil Feld 27 wird auch mit Zuckerrohr angebaut. So, hier habe ich meine Pappeln. Die Fläche der Pappeln wird ja auch ungefähr verdoppelt als nächstes. Und dadurch, dass ich möchte, dass alles zugleich reif wird, warte ich, bis die erste Wachstumsstufe bei diesem Feld da ist. Dann baue ich hier erst an. Muss ich leider noch ein bisschen warten. Und ja, hier lege ich quasi meine ganzen kleinen Holzstücke ab, die was ich nicht zu verkaufen fahre, und die werden dann gehäckselt. Weil diese kleinen Holzstücke sind einfach unnötig, sagen wir mal so. Damit, dass ich sie halt verkaufen fahre. Ich häcksle sie lieber und davon habe ich irgendwie mehr, als wenn ich jetzt hinauffahren muss. Vor allem, ich habe die Fair Oak Stores. Da kann ich nämlich auch die Hackschnitzel verkaufen. Apropos Hackschnitzel haben wir auch einen guten Preis. Aber habe ich schon so ziemlich alles verkauft. Passt. Und wie gesagt, das ist eigentlich das Kartoffellager, das was beim anderen Hof ist. Also Kartoffel- und Zuckerrübenlager. Irgendwie muss ich das wieder alles neu einstellen. Okay. Ich habe mir das umgebaut, weil ich unbedingt
jede Menge Platz brauche. Zumindest zum Einlagern. So, dann haben wir hier noch Dünger, Saatgut und das Ganze. Ja, als nächstes ist, ich habe hier, ihr werdet das kennen, ich habe es hier angebaut, so alles abgeerntet, die ganzen Bäume, und angebaut. Und dadurch, dass ich nicht nur große Bäume will, sondern auch kleine, habe ich hier im Großen und Ganzen das erste Mal abgehört, komplett, dann angebaut, gewartet, bis sie hoch groß sind, einmal ein paar rausgeschnitten, so was, wie man es halt in Wirklichkeit auch macht, und dann habe ich einmal nachgepflanzt. Dann war ich, glaube ich, in der Zwischenzeit noch einmal da, wie man sieht, und habe noch einmal nachgepflanzt. Mir gefällt das so, wenn nicht nur große Bäume da sind, sondern auch kleine. Das werde ich euch hier rüben auch noch mal zeigen. Hier habe ich nämlich das gleiche gemacht. Und dadurch, dass ich mit dem Autoload Bonze fahre, der steht da. Ja, hier habe ich schon wieder eine Gasse durchgemacht. Und ich glaube, die Gassen werden bleiben demnächst, weil dann kann ich einfach leichter rausschneiden. Hier habe ich auch eine Gasse gemacht, die habe ich aber leider wieder zugemacht. War ein blöder Fehler von mir, muss ich ehrlich sagen. Und ich mache immer, wenn es reif sind, eine Gasse durch. So mache ich das. Und pflanze im Prinzip das restliche alles nach, wie man hier sieht. Und es schaut wirklich schön aus, finde ich. Große, kleine Bäume. Hier sieht man, dass ich das Ganze in Etappen gemacht habe. Einmal weggeschnitten. Eine Reihe weggeschnitten oder ja, eigentlich wirklich eine Reihe immer weggeschnitten und nachgebaut. Weggeschnitten, da habe ich ein bisschen mehr genommen, nachgebaut. Genauso das hier rüben. Das habe ich aber alles auf einmal gemacht, beziehungsweise auf einmal alles weggeschnitten, weil so viel ist nicht gestanden, und dann habe ich das Ganze hier nachgebaut. Und das wird sicher ein schöner, ansehnlicher Wald. So, natürlich, ich habe den Anhänger als Motor zugenommen. Den Standard-LKW-Transporter, und mit dem fahre ich immer Holz verkaufen. Und ihr seht, das, was ich auch vorher gesagt habe, ich verkaufe nur die großen Stücke, weil nur die bringen wirklich Kohle. Kurz und knapp. Ich überlege, ob ich da drüben nicht das gleiche mache, aber mal schauen. Und hier habe ich schon angefangen zum Erweitern. Das Feld 15 habe ich noch nicht, aber Leute, die das haben, kennen es. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, bitte nagelt mich nicht darauf fest, ich war schon lange nicht mehr da. Das ist die Verkaufsstelle, mit denen was man bei anderen das Ganze verkaufen kann, egal wo auf der Welt kann man das verkaufen, wenn man zu viel hat. Ich finde das Ganze toll. Und weiters wird hier eine Produktionsanlage hergestellt für Holz. Dafür habe ich das Ganze gekauft. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ganze zu bauen, weil ich momentan wirklich mit den Videos sehr beschäftigt bin. Vor allem, wenn zum Beispiel, wenn man da oben jetzt Holz hat und man will es verarbeiten, kann man es hier sogar abladen, glaube ich. Oder so kann man es leichter abladen. Und das war jetzt die ganze Vorstellung. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch gefällt oder
was euch nicht gefällt. Im Prinzip ist es mir egal, aber euer Feedback ist mir wichtig. Oder findet ihr es komplett, ja, unnötig? Weil, wie gesagt, das sind über 300 Stunden auf der Map. Und hier habe ich das Ganze auch schon weggeschnitten und hingebaut. Einfach weil ich aber gebraucht habe. So. Also. Ich werde aber weiter auf der Map Videos machen. Ich hoffe, ich komme oft und genug dazu. Sie werden nicht lange werden, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich sie nicht lange machen muss. Oder ich hoffe, dass ich sie kurz machen kann, sagen wir so. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.